Ja, willkommen zurück. Neuer Part, neues Glück. Beim letzten Mal waren wir bei der Schmiedin. Wir haben unsere Waffen noch nicht repariert. Aber weil ich ein Horst bin, habe ich aus Versehen die Quest schon mal angeklickt. Und lasse sie mir jetzt einfach nochmal vorlesen, weil ich sie weggeklickt habe. Als ich aus dem Kloster floh, habe ich den Horadrim Malus zurückgelassen. Meinen magischen Schmiedehammer. Wenn ihr ihn mir zurückbringen könnt, werde ich mit seiner Magie eure Ausrüstung verbessern. Ja, suchen Sie in der Kaserne des Klosters nach dem Horadrim Malus. Sehen Sie sich vor dem Schmied vor, der ihn bewacht. Gut, das heißt, wir gehen ins Kloster und ja, hauen einen Schmied über den Haufen. Aber Was kann ich für euch tun? erstmal kannst du hier meine Waffen alle reparieren. Das ist blöd, dass das so teuer ist. Kann man dich reparieren? Was kostest du? Ich habe nicht genug Gold. Ich hab nicht. Jetzt bin ich pleite. Tolle Wurst. Und wie viel hast du jetzt? Ja, immerhin ein bisschen. Auf jeden Fall, wir sind mal wieder pleite. Das wird sich chronisch durch das ganze LP ziehen, ganz offensichtlich. Ja gut, irgendwann lassen die Viecher einfach so viel Kohlen fallen, ist das schiet egal. Aber ja, sonst, das ist, naja, fast kaputt. Und der ist noch schüssig. Ja, hat auch noch genug. Die sind sowieso scheiße. Also, bei nächstbester Gelegenheit, wenn wir da irgendwo ansatzweise schicke Stiefel finden, nehmen wir die. So. Erstmal müssen wir jetzt irgendwo Richtung Kloster dackeln. Ja. Würde vorschlagen, wir hatten wir nicht? Ja, natürlich, wir hatten noch ein Portal. Denn da unten drin gibt es, glaube ich, auch einen Wegpunkt. Und den nehmen wir natürlich mit. Ja. Also, das heißt erstmal zurück. Nee. Oder doch? Oder nö? Oder doch? Ja, komm. Gucken wir erstmal, was da bei dieser tollen Gräfin da liegen geblieben ist. Und dann suchen wir uns hier den Wegpunkt. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene der ist. Aber hier kann man bestimmt nochmal ein paar Taler abzwacken. Und komische Typis. Ja. Ja, hier ein Haufen Kohlen. Der Dieter Rubin. Ach gut, hat sich ja schon gelohnt, dass wir ihn geeiert sind. Schlüssel gut. Erstmal Gold sammeln. Jo. Ja, ich glaube, ja, das war es hier in der Bude. Wandern wir mal rum zur nächsten Hütte. Komm hier. Also die Waffe macht offenbar auch mehr Schaden, wenn man die ein bisschen besser in Schuss hat als meine eine. Und wir könnten natürlich jetzt auch. Ach, da wollte ich doch mal gucken, was die dann so kann. Nee. Hier, was sagt unsere Begleitung? Ach, die hat auch schon so was schickes. Entschuldigung, bin gerade aufs Tab gekommen. Ja, ich zocke jetzt am Laptop. Bin ein wenig umgezogen, deshalb halt das jetzt auch ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Aber gut, ihr habt eh keine andere Wahl. Ihr müsst damit klarkommen. Oder was anderes gucken. Nein, was anderes gucken ist nicht gut. Ihr müsst weiter bei mir gucken, ganz klar. Alter, hier liegt ja noch richtig Asche. Gefällt mir. Nee, weiter bei mir gucken, weil hier ist witziger als bei allen anderen. Fast. Ja, also wer auf Fails steht, der ist hier definitiv gut aufgehoben. So, ah, das nervt. Oh, kann man hier nicht einfach irgendwie so einen Knopf machen mit alle in der Nähe aufnehmen? Fertig. Gucken wir nochmal. Kieferknochen. Also hier wieder nur so eine Barbarennummer, ne? Unser einer hier als Paladin, ne? Das ist. Also hier wird mit zweierlei Maß gemessen, ganz offensichtlich. Hier Wolfkopf. Also für Druiden und Barbaren ist hier alle da. Ne? Aber für kleine arme Paladine nix. Zum Gott sind sie satt.
Naja, jedenfalls, ja, hier ist nicht viel los. Wie ihr seht, ne, hier, da, ein paar Kerzen, kann ich auch nicht anzünden. Auf jeden Fall, ja, geht's dann, ja, komm. Das habe ich mir gedacht, nochmal. Dann war so klar, dass die Hälfte von den neuen Sheetfässern erstmal in die Luft fliegt. So, zurück, nächstes Level hoch. Hier haben wir auch alles abgeforscht. Ja, sieht man ja auf der Karte ganz gut. Keine losen Ecken mehr. Ja. Tolle Wurst. Und wo ist jetzt hier unser... Ja. Scheinbar gibt es hier doch kein Portal. Aber gut. So, wir warten jetzt mal eben 3,5 Sekunden, damit wir wieder ein bisschen Ausdauer kriegen. Ja, auf jeden Fall, ja, nächstes Ziel ist halt, das Kloster zu suchen. Da weiß ich auch mal wieder nicht, wo das hin ist. Jedenfalls, biegen wir hier vorne jetzt erstmal links ab, denn wir wollen ja gucken, ob sie irgendwo... Erstmal gibt es hier ganz viele komische Typen. Die sind jetzt nicht so krass overpowered oder was auch immer. Die können wir mal eben nebenbei absnacken. Ja, gut. Wie Sie sehen, hier ist nichts mehr. Deshalb nächste Etage nach oben. Und vielleicht... Ja, sind wir wieder da. Da ab, los, Treppe steigen. Guck mal, der hat auf uns gewartet, die Arsch. Schauen wir da doch mal. Ja, auf jeden Fall so ein nächster Job, den wir haben. Kloster suchen, Klosterkaserne suchen und finden, einen Schmied über den Haufen scheppern und dem Schmied seinen Hammer klauen. Da könnte man gucken. Oh, der hat gut Gold geparkt. Ja, guck, unsere Begleitung ist auch schon wieder fleißig. Ach, das finde ich schön, wenn die dabei ist. Ja, hier, ätherisch. Reparatur nicht möglich. Hat zwar ein bisschen mehr, aber dafür, wenn kaputt, dann kaputt. Ne? Da bin ich ja nicht so ein Fan von. Also wenn schon, dann auch vernünftig. Ich glaube, wenn wir hierher dackeln... Erstmal finden wir... Ah, Schamane! Schamane! So, irgendwo gibt es hier bestimmt noch wieder so ein Typi. Noch einen weiteren Schaman. Ja, komm mal hier. Gibt es hier noch mehr Schamanen? Schamanskis. Wo bist du? Da bist du. Ups. So. Ja, unsere Begleitung. Seht ihr auch, die haut ganz ordentlich zu. Die schießt ganz gut. Die kann was. Deshalb will ich die auch mitnehmen. Die gefällt mir. Die tut was für, naja, Geld. Ich glaube, ich habe sie einmal bezahlt. Also ein richtiger Lohn ist das ja nicht, ne? Ist eher so Leibeigenschaft. Okay, ich habe wohl gedacht, dass man das hier wohl der Durchgang wäre auf der Karte. Ist aber nicht. Mal wieder so ein klassischer Fail, würde ich sagen. Jedenfalls suchen wir jetzt erstmal das olle Kloster. Moment. Da unten waren wir noch nicht. Da unten kann es auch nicht sein, weil da unten hier der olle Wasserfluss ist. Ja, genau. Wasserfluss. Ne, ist klar. Wasserfluss. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal da oben, wo wir da denn wohl so hinkommen. Das sieht nämlich auch noch so unerforscht aus. Na guck, jetzt laufen die uns schon wieder alle hinterher. Na komm, oh, da sind noch mehr von dem bösen Typi. Das heißt, wir schnetzeln hier jetzt erstmal ein bisschen, machen die ein bisschen tot. Und diese komischen Ziegen kaputt. Hey! Die treffen ja sogar. Ist ja interessant. Dornenkeule. Ah, ich habe gerade... Im ersten Moment habe ich gelesen, Dornenkrone. Hätte ich ja schon interessant gefunden, aber... Das Tamo-Hochland. Sag mir jetzt nichts, aber hier waren wir noch nicht. Also geht das hier bestimmt weit... Oh, wir haben ein Level-Up. Level-Up, wir haben ein Level-Up. So, erstmal Schamanz. Wo ist der nächste? Ja, Schamanski, wo steckst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo noch bist. Oh, so, wir machen ein bisschen Heilung wieder. Oh, 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 oh.
Gondel wieder, da war hier wieder so eine Special-Tante. So, dich tot. Jetzt habe ich hier einen Quatsch aufgenommen. Ey! Ey, lass das mal bitte. Ey, ich hab euch nichts getan. Ich komme hier hin als liebender Paladin. Und die alle greift einen an. Ist auch irgendwo nicht so ganz die feine Englische, ne? Gut, aber immerhin, wir haben diese komische Trulla da besiegt, die dunkle Gräfin oder wie sie hieß. So, du kommst hier hin, so, dat. Da ist noch Gold. Ah, Moment, wow, das habe ich gehört. Da bist du, komm du mich her. So. Das ist wieder ätzend. Sobald der Schamane von denen tot ist, laufen wir einfach irgendwie nur planlos durch die Gegend. Jupp. Dich gucke ich nochmal. Ja, schauen wir doch mal, was unser Inventar dazu sagt. Ach. Ja, der ist ja auch, geht auch schon wieder halb kaputt. Den schmeißen wir mal weg. Brauchen wir eh nicht. Und wir haben einen neuen Status. Vitalität. Ich habe gelernt, Vitalität ist gut, weil Vitalität gibt Leben. Das ist auch nicht so unendlich viel, aber wir machen dich auch auf Eifer. Dann stelle ich eben ein, hier Eifer. Entschuldigung, ja, wieder total geskillt hier von mir. So. Ja, langsam, oh, langsam aber sicher. Alter, was machen die denn hier alle für ein Cheetes? Na? Oh, die können ja langsam was. Oh, und den habe ich noch nicht ganz kaputt gemacht. Oh. Oder doch? Aber wir müssen zusehen, dass wir unser Zepter mal langsam ein bisschen updaten. Gegen was Besseres. Denn so richtig geil scheppert das jetzt auch nicht mehr rein. Und ich werde bestimmt schon wieder. So, ah, das war wieder so eine Special-Tante. Gucken wir doch erstmal nach dem Langbogen. Den geben wir dann unserer Begleitung mit. Ja, komm. Wir probieren mal einfach, ob das ein bisschen mehr rockt. Wenn nicht, haben wir da unser Zepter ja immer noch. Aber sonst, unser Zepter macht langsam echt gewaltig wenig Schaden. Also, so schlecht. Ja, doch. Wir müssen doch schon deutlich. Gucken wir doch mal, was guter Krummsäbel ist. 2 bis 7, 3 bis 6. Wir behalten den mal, weil der halt noch zusätzlich Angriffsschaden macht. Ach ja. Mal gucken, da sind schon wieder so typisch. Also ich sag mal. Ich sag mal so, wir haben überhaupt kein. Also ich habe überhaupt kein Skill. Das ist ja schon mehrfach aufgefallen. So, Heiltrank nehmen wir mal mit. Ja, Mana nehmen wir. So, wenn ich dann nämlich Rechtsklick mitmache und meine Attacke auslöse, schlägt er sofort zweimal zu. Das ist eigentlich ganz schüssig. So, das auch so. Erhöht quasi die Schlagrate. So, aber hier irgendwo da. So, komm mal her. Ich mach nicht nur Salat. Auch nur Gold. So, da wird nichts mehr sein, außer eine Truhe. Schauen wir noch mal. Was kann das? Weg damit. Ja, ich weiß, wir können es auch mitnehmen und verticken, aber nö. Dann ist das Inventar so voll und dann kann man nicht weniger anderen Quatsch mitnehmen. So, hier kommen wir her. Schlüssel nehmen wir doch gerne an uns. Wollen wir nicht. Oh, da habe ich doch was gehört. So, also. Mit Eifer, den wir jetzt immer
als Spezialfähigkeit haben. Habe ich jetzt ausgewählt jedenfalls. Haben wir quasi eine erhöhte Schlagrate und dadurch natürlich auch erhöhten Schaden. Also eigentlich ganz gängig. Aber ich sehe gerade, uns drückt die Zeit mal wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.